Mann, scheiß Peacock. Scheiß drauf, ich hab Heiltränke. Da, weißt du, meine Fähigkeit zu heilen ist unbezahlbar und dann komm. So. Greif ihn einfach weiter an. Ich, so. Das wird hier noch ein cooles Schwätzchen mit dem. Scheiße, meine linke Maus hast, rechte Maus hast du. So. Warte, ich nehme dir jetzt einen Zwergbaum hier. So, ich hab dich ein bisschen geheilt. Aber ich glaube, das hält nicht von langer Dauer. Den habe ich wieder mal ein bisschen gestumpt. Alter. Wow. War fast tot. Ja, hab's gesehen. Ich soll mal ein bisschen links oben immer schauen. Ja. Warte, nee, noch nicht tot, noch nicht tot. Habe ich jetzt Level Up oder was? Nö. Keine Ahnung. Nee, nichts. Nee, hast du noch nicht. Wir haben aber das Quest gemacht. Auf jeden Fall. Und wie viel XP bringt denn so etwas? 181 hat mir das gebracht. Wo siehst du das? In der Chatleiste. Ganz unten. Fast oben. Oh, jetzt habe ich aber viel bekommen. Oh, scheiß Warrior-Sachen die ganze Zeit. Kack mich jetzt gerade an. Roach auch noch. Ah, Mann, Miste, Kacke, Piste. Warrior. Cool, kann ich ja nehmen. Roach, das ist für mich, das ist Kacke. Ey, geil, das sind sogar viele neue Sachen, die ich verwenden kann. Ranger habe ich auch noch. Roach und Roach. Leg jetzt das Ding da ab, Junge. Da. Ach, weißt du was? Kack drauf, Junge. Okay, ich würde sagen, erfolgreich hinter uns gebracht. Ja, mehr oder weniger. Gut, dann würde ich mal sagen, verlassen wir jetzt noch schnell das Castle. Und machen... Bevor die Viecher wieder meinen zu spawnen. Ich glaube, das wäre ganz blöde, wenn wir da jetzt wieder reinkommen. Vor allem die Ogas, die gehen so auf den Sack, ey, das kannst du nicht... Ja. Das ist wirklich so verdammt scheiße, wenn das... Okay, gut. Ja, ich habe schon 200 von 360 XP. 271 von 300. Der Ogre muss ich jetzt hier gar nicht mehr meinen, ne? Wir haben hier den Boss besiegt, dann werden wir auch das schaffen. Wollen wir jetzt die Richtung noch gehen, oder? Nee, nee. Das Gold nehmen wir aber mit. Schauen wir noch. Da ist hinten noch ein Quest. In die Richtung wäre noch ein Quest. Jupp, das schaffen wir. Ja, ja. Es ist erst 6 Uhr morgens. Wow. Ja, eben. Das schaffen wir locker noch. Oh, so. Ja, es ist ein... Und danach will ich irgendwann in eine Stadt gehen, weil ich mich dann eigentlich ich wollte mich schon die ganze Zeit auf Tank umskillen. Also jetzt bin ich ja zurzeit noch Berserker. Sprich, ich hau mehr Schaden raus. Nee, jetzt bin ich... Aber ich will lieber mehr Leben haben. Hast du das gemerkt? Wenn du raus, wirklich rauszoomst, ist die Karte blau. Und wenn du dann wieder, also die Karte schließt... Dann ist oben rechts die Karte auch blau. Ja. Ja.
Wusstest du das nicht? Nö. Ja, damit kannst du dann sozusagen sehen, wo du sozusagen langläufst gerade Ach im so, das ist großen ja. Stil. Weil du siehst da auch deine Wege, die du schon gelaufen bist, ja? Und dann Ja. siehst du so auch den ganzen Landabschnitt. Da klettern, mach müde. So, wohin, da sehe ich deinen Penis am Laufen. Weißt du was? Ich mach mir nicht die Mühe. Mann-Taste, so geht's. Und jetzt renne ich. Jui. Ich muss hier noch. Wow, 11%, okay. Ich werde mich nur noch auf Heilung konzentrieren. Ist das gut? Damit ich weniger Mana verbrauche für eine Heilung. Aber die Heilungen an sich werden ja nicht besser. Nee, Nee. deswegen Skill auch was anderes, nicht nur die Heilung. Skill erstmal so weit, dass du alle Attacken hast und dann kannst du entscheiden, auf was du skillst. Soll ich einfach mal auf Level 10 skillen? Nein, alle auf Level 5, damit du es weitermachen kannst. Und wenn du alle Attacken auf Level 5, also alle Angreifattacken, die erste Spalte halt, Ja. weißt schon. Wenn du die alle auf Level 5 hast, dann kannst du entscheiden, auf was du eher gehst. Ansonsten kann ich ja Aber alles wieder meistens ist auf. die Q die starke Attacke. Q ist ja. Die 1 meine ich, nicht Q. Was sage ich denn? Bin ich schon wieder in LOL drin? Lol, hä? Ich will aber auch mit meinen Peacock ein bisschen schneller rennen können. Ja, das kannst du dann halt nebenbei skillen, wenn du willst. Kannst ja pro Level immer 2 Ja, kann verteilen. ich immer 1-1 machen. So geht das schneller. Das mache ich ja meistens. Das habe ich ja am Anfang auch gemacht, damit ich meine Attacken habe und mein Klettern. Nein, Hexe, wo? Hier, bei mir. Nee, die ist da. Heil mich, please. Irgendwie sehe ich meinen Plane-Wander nicht mehr. Drück mal T. Ja, ich habe ja schon T gedrückt. Da ist er jetzt. Ach so. Der ist gerade angerannt gekommen. Ich mach auch schon verdammt gut Schaden. Na. Inventar. Ich bin Level 9 und fast schon. Boah, Level 10. Ich hab aufgeholt. Richtig. Ja, das meine ich ja, deswegen bin ich ja so verwundert, wie warum du so schnell levelst. Bekomme ich einfach mehr XP? Nein, das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist nicht so, weil wir genau gleich bekommen. Und das darf eigentlich auch nicht so sein. Weil eigentlich sollte man, kriegt man mehr XP mit höherem Level. Oder So ist es eher bei den. kommt man das einfach wegen der Rasse drauf an, dass ich jetzt Mage bin und du Warrior? Auf die Klasse, nicht auf die Rasse. Ich hab Klasse Du hast gesagt, Rasse hab gesagt. okay. Nee, kann schon sein. Also ich habe mit einem Ah! Ding. What the fuck, Langrock. Das ist der Boss, das ist der Boss. Das ist der Boss von den Skullbolts und die Skullbolts sind schon stark. Zwei, ein Hit und du bist tot. Und wenn da, okay. Ich glaube, wir kommen in 90 Level wieder. Oder hast du den schon in Offline schon mal hingeplättet? So ein Ding. Ja. Skullbolts mache ich Tattoo Shot. Offline. So, jetzt aber. Jetzt mache ich Fledermäuse mit zwei Schüssen fertig.
Du bist in der Höhle. Nee. Doch. Und ich gehe noch weiter rein, weil da noch mehr liegt in der Höhle. Wahrscheinlich, oder? Nee. Doch keine Eisenbahn. Ich hab ein Eisendeposit kaputt geschlagen, aber. Ich auch, okay, dann. Dann weiß ich auch, warum ich nichts mehr gefunden habe hier. Nur zwei in so einer riesen Höhle, die Höhle ist verdammt geil irgendwie. Ich feiere das extrem sogar. Das hört man mir vielleicht nicht an, aber es ist so. Okay, geradeaus. Die Wolken sind auch so geil. Irgendwie mag ich diese Blockgrafik. Und dadurch kannst du halt durchfliegen durch die Wolken. Aber nicht drauf landen. Oh. Wir hatten am Anfang gerätselt, ob man auf den Wolken auch landen kann. Das kann man vielleicht nicht. Naja. Kann man auch nicht. Weil ich es ausprobiert habe. Ach so, okay. Herzblumen sammelst du die ganze Zeit schon. Mhm. Die werde ich dir nachher schenken. Oh. Wieso das denn? Haha, Plane Runner, kommst zu spät. Du hast einen Plane Runner, verdammt, scheiße. So, mal schauen, wo wir sind. Wir sind recht nahe. Es geht hier gut voran. Ja. Wir sind hier in Tatendrange am. Ach, weißt du was, ist mir wieder zu blöde. Guck, sobald man Level 4 kommt oder sowas, kann man die meisten Quests dann schon machen. Also einige schon machen. Wenn man dann zu zweit ist, kann man noch mehr machen. Ich habe jetzt gerade einen Fail entdeckt. Ja. Ich sehe jetzt mich nicht mehr auf dem Peacock, wenn ich ganz hinauszoome. Nein, greif dir doch nicht vor mir an. Weil ich fail dadurch immer meine Ansturmattacke, die am meisten Schaden macht in all meinen Attacken. Was, wenn ich zuerst angreife? Weil ich dann über die drüber fliege. Ja, wenn du zuerst angreifst, fail ich meine Einser-Attacke. Dieses nach oben springen. Ich hab Level up. Und auf Mana Shield. So, jetzt kann ich 116% schneller rennen. Da-da-da. Wie schnell bist du mit deinem Gleiter oder Flieger? Warte. Zurzeit 177%. Okay, du bist recht schneller. Komm, Tierchen, komm. Ach, das ist hier wieder so ein Quest mit so einem fetten Viech. Aber killen wir erstmal diesen Insect Guard da unten. So, jetzt haben wir den. Der nimmt noch rechte Damage. Weißt du noch, die erste Folge hast du gesagt, komm, greif ja nicht in den Insect Guard an und jetzt plätten wir die. Ja, ja, jetzt sind die auch nur noch orange. Damals waren die dunkelrot. Müssen wir nicht darauf? Die Skullbolt sozusagen schwarz. Also es gibt zwar nur rot, aber ich interpretiere es als dunkelrot. Weil sie viel zu viel. Dieser ist orange, dieser ist orange, das Skullbolt hier. Wollen wir es versuchen? Echt, warte, warte ganz kurz, warte. Trink noch ganz kurz was. Okay, der Skullbolt da hinten. Ja, der ist für mich orange. Okay, lass mich gleich engagen. Ich will nur noch kurz auf, okay. Okay, warte. Erste Luftlandedivision. So, schon. Hä? 10, 12, 10, 11, 12. 5? Ja, das sind die letzten Monster von allen den letzten, die wir jetzt getötet haben. Aber ich hab. Der Skullbull hat uns 12 gebracht. Das war nicht das Quest. Das Quest ist noch weiter hinten. Naja.